Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Ich gehe nie mehr. Das wollen wir hoffen. Ich brauche eine Fahrkarte. Das könnte aber auch an deiner Hüft-OP gelegen haben, dass du nicht mehr zu Fuß gehst. So, haben wir sie alle? Na klar. Sie haben meine Fahrkarte ja, schon gesehen. Ja, guck doch mal, wie das springt hier. Hab ich Ihnen? Sie haben meine Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die denn? Wie oft wollen Sie die? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Wo hab ich denn? Ich habe Ihnen hier. Es ist langsam ein bisschen anstrengend hier, oder? So voll ich wie der hab Bus Ihnen ist. Meine Fahr- hier ist die Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Sie haben du meine Fahrkarte schon. Na klar. Hab ich blick Ihnen hier nie mehr durch. Ach so. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Alles klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Na klar. Hier. Wie oft wollen Sie die... Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Habe ich Ihnen schon... Habe ich Ihnen schon gezeigt. Na klar, hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte... Sie haben meine Fahrkarte. Wo habe ich... Interessanter Sprachstil, möchte ich sagen. Sie haben meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte... Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die... Na klar, hier. Wie oft wollen Sie... Sie haben meine Fahrkarte... Ich habe Ihnen meine... Sie haben meine Fahrkarte... Augenblick. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja. Ja, auch nichts dafür, ja. Heute ist aber auch voll, ne? So, sehr realistisch, sogar mit Achselschweiß. Ja, ja, den haben sie. Der Axel ist dabei. Da haben sich die Designer richtig Mühe gegeben. Oh, ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Oh, Entschuldigung. Pfeife. So. Einmal hier ums Eck. Da hinten ist schon wieder eine Haltestelle für uns. Weil es ist eine ganz neue Strecke. Also die kenne ich wirklich noch nicht. Deswegen müssen wir mal gucken. Und wir fahren sie auch wieder zurück. Nächster Halt. Sonnental. Sonnental. Vorsicht bitte, wenn der Bus kommt. Hm. Ja, und ich glaube, er ist voll. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, warten Sie mal. Ich guck mal eben, wie das hier alle einsteigen. Ich kann mir die nicht merken. Sorry, das geht nicht. Was willst du denn haben? Eine Einzelfahrkarte, Senior? Danke. Nee. Nee. Wobei... Da ist bestimmt ein Schwarzfahrer bei, oder? Nee, komm, das ist mir zu anstrengend. Halt. Ihr seht, der Begriff ist auch so fest drin, da kann ich mich noch so viel triggern heute. Das werde ich nie lernen. Also wahrscheinlich nicht nie lernen, aber... es wird ein bisschen dauern, bis ich den Begriff Schwarzfahrer nicht mehr verwende. Und heute krank gemeldet, weißt du? Das ist typisch. So, hier ist 50. Alles klar. Da kommt auch gleich eine Haltestelle. Ich war's nicht. Enrico Eis, vielen Dank für deinen Follow. Westfield Getreidesilo. Das könnte, das sieht so aus. Oh, da kommt ein Zug. Endlich haben wir mal einen Zug. Hey, Grüße, nur Enrico. Sehr gerne. Das kann ich mir merken. Das kriege ich hin. So. Mussten wir auch mal an einem Bahnübergang stehen. Das ist auch neu. Haben wir auch noch nicht geschafft. Natürlich, eine Haltestelle direkt hinter so einem Ding ist natürlich gefährlich. Weil wir wissen ja, viele Autofahrer sind ein bisschen blöd und würden jetzt wahrscheinlich auf die Straße fahren. Das wird voll. Echt? Außer hier steigen viele aus. Du kommst gar nicht so lustig rüber. Tschüss. Eher wie so ein langweiliger NPC. Sie beleidigen mich schon wieder. Moment. Na gut. Tag Standard.
spiele auch das Bus-Simulator 18. Habe mir bei GameStop gleich das Spiel Bus-Simulator 21 vorbestellt. Kann man das schon machen? Wobei ich bin da nicht sicher, ob ich mir das wirklich antun möchte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, machen wir sofort. Darf ich mal ganz kurz was gucken? Lass mich mal raus. Ja, die machen das wirklich, ne? Ob man da stirbt? Hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich hätte gedacht, die sind blöd. Guten Tag. Ich musste mal eben Zug gucken. Das ist, interessiert mich. So. Woche Senior 1. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Danke. Aber das wäre natürlich geil gewesen, wenn dann irgendjemand auf der Strecke gestanden hätte, ne? Ich meine, wir bleiben realistisch. Im Reellen wäre das so gewesen. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstandard 1. So, na, bei Bus Simulator 21 kannst du in Amerika und die Standardkarte fahren. Entschuldigung, Student. Standard, die Amerika. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn sie ein bisschen realistischer... Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Eine Stadt Amerika. Ich hätte eine gekauft. Gleich der erste, siehst du? Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte... Oh nein. Ich habe sie verloren. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte. Wo habe ich denn? Hier ist die Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Sie haben meine. Sie haben meine Fahrkarte schon. Oh. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, aber du hast zu laut Musik gehört. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Wie oft wollen Sie die? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch? Was? Ach so, na klar. Die Autofahrer hinter mir, die müssen doch ins Lenkrad beißen vor Hass, oder? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Na klar. Hier. Bitte. Wie oft wollen Sie die? Klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Sie haben meine. Was? Ach so, hier. Wie oft wollen Sie die denn? Wie oft wollen Sie die denn noch? Wie oft wollen Sie die denn? Wie oft wollen Sie die? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Hier. Oh nein, ich habe sie verloren. Noch eine, jawohl, es lohnt sich. Wie oft wollen Sie die denn noch? Hier, bitte. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich möchte August mir das Kartenerweiterung holen bei den DLCs. Man gibt es Problem auf der Konsole. Hier. Ist das so? Weiß ich nicht. Na klar. Weil ich ja PC spiele. Was? Na klar. Wie oft wollen Sie die denn? Habe ich Ihnen schon... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Da haben die das viel besser programmiert. So, ich glaube, wir können jetzt endlich losfahren, oder? So, die Autofahrer hinter mir, die müssen sich aber doch jetzt richtig freuen. Endlich geht's weiter. Und das müssen wir gleich alles nochmal zurück. Oh. Wer ist es denn? Tut mir leid, ich mach's leiser. Mit dem Bus MAN DLC hat der Gelenkbus Macke, wenn man steht, wackelt er ein bisschen rum. Was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker. Oh, das ist jetzt aber auch, glaube ich, bei den Bus-Simulator-Spielen normal, oder? Dass die alle einen an der Murmel haben. Ach komm, ich bin doch runtergegangen mit der Geschwindigkeit. Das konnte ich doch nicht ausweichen. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Ja, aber nur, wenn du hinten drin sitzt, doch. Handy ist der mit der lauten Musik hier raus. Was wollen die alle hier? Hier ist doch nichts. Tschüss. Ciao. So, Tyris, die Frau wollte sich nur rächen, dass du sie schon 10-mal nach der Fahrkarte gefragt hast. Und guten Tag. Ich grüße dich und das könnte ich mir vorstellen, ja. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh, Entschuldigung. Ich habe ein Püpschen gelassen, da bin ich vom Sitz hochgeflogen. Nee, der ist ja auch ganz neu und die Strecke ist auch neu. Danke. Kann ich bitte. Man könnte ja mal in MP fahren. Was MP? Was Multiplayer?
Das weiß ich nicht, damit habe ich mich nie beschäftigt. Und vielleicht könnte man sowas mal ins Auge fassen. Ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Fährt man miteinander, bitte. Gegeneinander. Das wäre so für einen Stream durchaus machbar, ne? Bitte. Aber ich würde vorher erstmal gerne sozusagen alle Quests hier abschließen. Ich weiß nicht, ob wir das nämlich hinkriegen mit dem Erscheinen von der neuen Version zeitlich. Aber grundsätzlich kann man das mal ins Auge fassen, das stimmt. Da empfehle ich, weil ich das aktuell so schlecht planen kann, weil ich so wahnsinnig viele Projekte habe und privat auch noch ein bisschen was schief läuft. Ich brauche eine Fahrkarte. Könntest du, wenn wir das mal tun wollen, gerne mal Kontakt auf Twitter oder Instagram aufbauen. Gerne auch YouTube, ne? Kannst du alles hier, wenn du es eingibst, die Namen, dann kriegst du die Links. Und dann kann man da über Kontakt halten und sich verbinden und dann kann man mal gucken, dass man das irgendwann mal in die Wege leitet. Ne, dann können wir auch mal Multiplayer fahren. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich ihn schon Ja. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Das wollen wir ja abfahren. Ne? Habe ich ihn schon... Sie haben meine Fahrkarte. Na klar. Ich habe Ihnen meine... Oh nein. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Habe ich Ihnen schon Habe ich Sie schon abgefragt? Na klar. Hier. Wie oft wollen Sie die denn noch? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja. Sie haben meine Fahrkarte. Hier. Wie oft wollen Sie die denn? Wie oft wollen Sie die denn? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Wie oft wollen Sie das die denn? Das ist gar nicht so einfach, die zu treffen hier. Das ist ja schon ein bisschen. Habe ich Ihnen schon? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Klar. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe Ihnen meine. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Na klar. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Hier, bitte. Wo hab ich? Ich hab ihn meine Frage. Wenigstens gibt's ja auch mal nette Menschen. Was? Ach so. Wie oft wollen Sie die... Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Sie haben meine Fahrkarte. Wie oft wollen Sie... Was? Ach so. Hier. Oh, wenn du aber auch immer dieselben Sätze hörst, ne? So. Dann kommen wir jetzt an. Hier ist auch nochmal so ein Schlagloch. Aber das dürfte ja jetzt bei der Geschwindigkeit... was ist das denn da für eine Völkerwanderung? Also hier auf der Strecke musst du wirklich nicht schnell fahren, habe ich das Gefühl. Ich hätte nie gedacht, so. Also hier brauchst du ja wirklich nicht viel machen, ne? Ist ja wirklich überall ein Schlagloch. Schlagloch. Danke. Schlagloch. Was Eine steigt Fahrkarte, denn so aus? Bitte. Nicht viel, ne? Coole Karre. Ja, da, danke. Ist übrigens ein Bus. Danke. So. 2, 7. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Also ich finde, die sollten ja auch Scheine einfügen, wenn schon so viel Rückgeld gegeben wird. Dann sollten sie auch Scheine einfügen. Oder ein 5-Mark-Stück. Früher gab es das übrigens. Den alten Heiermann. Wenn den noch einer kennt. Ich meine, die Straßen hier, die sind aber richtig kaputt, oder? Hier ist ja überall ein Schlagloch. Ist ja widerlich. Oh, ich könnte mal tanken mit dem Bus. So, hier auch Schlagloch. Nächster Halt, Westfield. Tommy, hallöchen, ich grüße dich. Schwupsel ist reich, die hat noch 2 5-Mark-Stücke. Schwupsel besitzt nämlich noch echtes Geld.
So, alle raus hier. Raus. Komm mal, leer den Bus. Achso, ja, auf Discord kann man mir übrigens auch folgen. Bin über Discord erreichbar für dich. Perfekt. Hast du schon eine Freundschaftsanfrage gestellt? Wiedersehen. Auf Discord. Ciao. Dem Tommy habe ich schon Hallo gesagt, ne? Ist angekommen. Ja, ja, hoffe ich. Ja, ist auch schön leer. Ja, Sekunde. Ich wollte nur mal gucken. Heute ist nämlich super voller Feiertag. Student 1. Danke. Passend bezahlt, ich habe zu danken. Eine Fahrkarte bitte. Was willst du haben? Tag Student. Heute ist Tag der Studenten, habe ich das Gefühl. Danke. Ich denke, so, ein paar einzelne Markstücke habe ich auch noch. Irgendwo. Halte sie in Ehren. Das waren noch Zeiten, wo die Politik die Bürger nicht ganz so verarscht und verkauft hat. Wobei, wenn ich mich da an Kohl erinnere, das war ja der Bundeskohl, ne? Da hatte man ja das erste Mal das Gefühl, es kann nichts anderes, das ist so eine Weltregent, ne, bis zum Lebensende. Der hat ja auch zum Antritt und zum Ende gelogen und betrogen. Ich meine, dazwischen auch, aber, ne? Hab leider keine Fahrkarte und auch kein Geld. Darf ich trotzdem mitfahren oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich meine, im Zweifel einfach einsteigen. Wollen Sie die? Habe ich Ihnen schon gezahlt? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Habe ich Ihnen schon gezahlt? Sie haben meine. Ich dachte, ich hätte. Na klar. Einfach einsteigen, mitfahren, na, passt klar. Schon. Klar. Wir geben dich einfach als Fahrschüler oder Interessent aus. Praktikant, genau. Ich habe Ihnen meine. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ach, wie oft? Wie oft wollen Sie die denn? Hab ich an jeder Haltestelle oder fast jeder Haltestelle. Hier ist die Fahrkarte. Jetzt habe ich ihn abgewürgt. Der hätte was über Mounts erzählt. Wollen Sie die denn noch? Na klar, hier, bitte. Hier, bitte. Na klar. Ich habe Ihnen meine. Wie oft wollen Sie? Sie haben meine. Sie haben meine Fahrkarte. Hab ich Ihnen. Wie oft wollen Sie? Sie haben meine. Sie haben meine Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Wie oft wollen Sie? Na klar. Oh, sind die nervig. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Hier bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Tommy 244, vielen Dank auch für deinen Follow. So, und wer noch mehr Bussimulator sehen möchte, Bussimulator 16 gibt es als komplettes Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Und wer nicht weiß, wie man zählt das auch als Fahrkarte, das zählt auf jeden Fall als Fahrkarte. Wobei ein Abo der Stufe 3, weil du ja hier Landstraße findest. Nein, Scherz. Und wer möchte, kann auch mal eben auf YouTube vorbeikommen. Wir sind nicht mehr ganz weit weg von den 500. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr noch. Wer ist es denn? Tut mir leid. Oh, jetzt kommt er mal aus der anderen Richtung. Schön. Die Wagen sehen ein bisschen komisch aus. Im Leben würde ich das Spiel nicht spielen. Bin noch nicht bekloppt. Ja, du hast dich festgelegt auf Prison Architect. Übrigens setze ich gerade im Prison Architect 500 Sprinkler und ein Feld an die Seite. Ja, natürlich. Wenn man auch sonst nicht viel. Also ja. 500 Sprinkler. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Kann man machen. Habe ich dem Niklas auch gesagt. Soll er mal machen. Macht er aber nicht. Danke. Der sagt immer, hier brennt's schon. Eine Fahrkarte bitte. Aber wäre das schön, in jede Zelle bei Prison Architect ein Sprinkler und dann drehst du die auf? Dann ertrinken die alle. Was ist denn mit dem Rest? Hier kommt sonst kein Bus mehr. Ist euch das bewusst? Hier kommt sonst kein Bus mehr. Oder sind wir voll? Haben sie noch ein bisschen? Ich muss mal eben Fahrkarten kontrollieren. Weiß gar nicht, sind viele eingestiegen? Ach komm, machen wir beim nächsten Mal. Dann Spaß auf jeden Fall duschen, das sehe ich auch so. So schnell drüber hüppen.
Sonst kommt wieder ein Zug, weißt du, das wollen wir ja auch nicht. So, habe Probleme mit deiner Discord-Einladung, Lynch. Die Gruppe in Discord immer wieder. Was für eine Gruppe? Was?